Guten Tag, ich bin Markus Windisch von der Pirox GmbH. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre besten Mitarbeitenden klonen und in Teams 24 Stunden lang an jede Maschine stellen. Wir haben ein Bedienerassistenzsystem entwickelt, was dieser Vision einen Schritt näher kommt, indem es betriebliches Erfahrungswissen besser verfügbar macht und gleichzeitig Motivation und Wertschätzung schafft. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Die Folie kennen Sie schon aus meinem ersten Pitch. Dort hatte ich Ihnen erklärt, dass Maddox anhand von Maschinendaten Störungsszenarien wiedererkennt und mit Erfahrungswissen in einen Datenspeicher in Verbindung bringt, sodass es automatisch Vorschläge machen kann. Sie sehen aber, dass die wichtigste Rolle in diesem Szenario natürlich dem Menschen zukommt. Denn er soll zum einen durch sein Feedback die Vorschläge bestätigen oder ablehnen und damit Trainingsdaten für den Algorithmus generieren und zum anderen auch die Wissensdatenbank füllen, indem er Inhalte ergänzt, korrigiert oder schreibt. Wir bekommen deshalb oft vorgehalten, dass das ja gar nicht funktionieren kann, weil dann ja alle im Betrieb ihr komplettes Wissen ins System schreiben müssten. Das sehen wir aber anders, aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt die 1%-Regel. Die ist seit ungefähr 20 bis 30 Jahren bekannt, sehr gut erforscht und bestätigt sich für ganz unterschiedliche soziale Netzwerke und Plattformen immer wieder. Sie besagt sinngemäß, dass nur 1% der Nutzer aktiv Content erstellt, 9% darauf reagiert und ganze 90% rein passiv konsumieren. Wenn Sie mögen, können Sie die einfach mal in Wikipedia nachschlagen. Und der Umstand, dass Sie die da nachschlagen können, beweist, dass sie funktioniert. Denn sie gilt auch für Wikipedia. Und das 1% der Nutzer hat die 6. größte Website der Welt geschaffen. Genau dieses Prinzip nutzen wir in Maddox. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Konsum der Wissenseinträge und dazu haben wir den automatischen Suchalgorithmus entwickelt. Außerdem gibt es in der Nutzeroberfläche viele kleine Details, wie beispielsweise den Namen und kleine Bilder der Ideengeber an guten Vorschlägen. Insgesamt sieht das System dann so aus, dass es Tablets oder mobile Endgeräte an der Produktionslinie gibt, mit denen man Wissenseinträge erstellen, konsumieren oder editieren kann und im Hintergrund on-premise oder in der Cloud einen Server. Maddox ist damit eine Software, die maschinelles Lernen aus Maschinendaten und menschliche Erfahrung kombiniert. Das heißt, als Produkt bieten wir erstmal eine Softwarelizenz. Wir verstehen uns dabei aber als Lösungsanbieter. Das heißt, in der Laufzeit sind dort nicht nur Updates und Support enthalten, sondern auch die Systemüberwachung und das Training. Weil wir glauben, dass wir nur Geld verdienen sollten, wenn unsere Software leicht und intuitiv bedienbar ist und nicht dann, wenn sie sehr komplex ist und besonders viel Trainingsaufwand generiert. Außerdem bieten wir komplette Integrations- und Digitalisierungsprojekte von dem Projektmanagement mit allen Beteiligten über die Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen bis hin, wenn nötig, zum Retrofit von Anlagenteilen. Maddox funktioniert also als ein intrinsisch motiviertes System, in dem es zum einen die Bedarfe des Unternehmens adressiert, aber gleichzeitig auch die individuellen Bedürfnisse der Nutzer, wie beispielsweise Wertschätzung und Anerkennung, berücksichtigt. Doch aus diesem System heraus lassen sich viele weitere Mehrwerte neben der Effizienzsteigerung generieren. Denn durch das Feedback der Nutzer werden Maschinendaten durch menschliche Zusatzinformationen gelabelt. Das heißt, wir wissen beispielsweise bei Störungen nicht nur, was das Symptom war, das die Maschine erkennt, sondern auch die Ursache, die der Mensch letztlich behoben hat. Das ist sehr wertvoll, beispielsweise für Wartungsplanung und andere Daten in ERP-Systemen oder auch für die OEE-Analyse auf einem ganz neuen Level. Wir unterstützen auch dabei, Visualisierungslösungen wie beispielsweise Dashboards zu schaffen, die ebenfalls auf den Daten basieren. Die weltweite Vernetzung hatte ich als Vorteil bereits im letzten Pitch erwähnt. Ebenfalls erwähnt hatte ich, dass das System bei Bayer in der Pharmaproduktion läuft. Und hier ist es uns gelungen, die dort geltenden strengen Anforderungen an Datenschutz und GxP-Konformität zu erfüllen. So verfügen wir beispielsweise über eine validierte SAP-Schnittstelle. Wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, haben wir im System Wissenseinträge in einer Datenbank von Wissenskarten und Machine Learning Modelle. Und damit wird Wissen zur Störungsbeseitigung erstmals portabel.
Das heißt, Sie können es nicht nur an andere Unternehmensstandorte transportieren, sondern damit auch völlig neue Geschäftsmodelle, beispielsweise zwischen Maschinenherstellern und Maschinenbetreibern, entwickeln. Auf dieser Folie einige Denkanstöße dazu für die Diskussion. Damit freue ich mich auf Ihre Fragen, bedanke mich für das Interesse bei Ihnen und bei unseren inzwischen 15 Peers im Team für die mehrfach preisgekrönte Arbeit.